Wir sind live heute mit der 25. Folge am 17. September. Ich im Moa Hotel Berlin, weil wir einen Kongress, einen Hotelkongress haben, müssen wir sagen. Der erste Hotelkongress in der Zeit von Corona im Moa Hotel in Moabit. Wir begrüßen sehr, sehr herzlich einen alten Bekannten von mir, Andreas Rettig. Lieber Andreas, herzlich willkommen bei uns. Ja, alt bezieht sich aber nur auf langjährigen Bekannten, ne? Nicht? Genau. Ja, und das Alter von Sef. Stimmt. Ja, okay. Und das Alter von Sef. Ja. Ja, wir sind beinahe bald der Gleichaltrige, das stimmt allerdings schon. Das stimmt. Herzlich willkommen, Andreas. Schön, dass du heute dabei bist und die Zeit gefunden hast in Zeiten von, ja, ich sag mal, ja, Corona, aber auch wieder Fußball, weil am Wochenende steht die Bundesliga wieder an. Wir haben jetzt gerade fast alle Spiele im DFB-Pokal gehabt und natürlich da auch einige Themen. Und heute sprechen wir natürlich auch über, ja, was hat Hotellerie mit Fußball zu tun und Fußball mit Hotellerie? Beides ist Leidenschaft und du bist Fußballfunktionär aus Leidenschaft. Ja, jetzt nehme ich, glaube ich, dem Sef wieder ein paar Worte raus, aber der ist eh abgelenkt. Der antwortet noch ein paar E-Mails und herzlich willkommen. Dankeschön, aber ich darf direkt den Ball aufnehmen und kann dir nur zurufen, mein lieber Alex, dass wir im Fußball der Hotellerie einen gravierenden Punkt voraus haben, dass wir nämlich eine andere Beziehung zu unserem Publikum, nämlich dem Fan, haben, als ihr das habt. Weil in der Regel bist du Fan einer Mannschaft ein Leben lang und wechselst eben nicht das Hotel oder den Verein in der Regel. So, und von daher hast du eben halt eine andere Beziehung, die ist emotionaler und das hat man jetzt auch in diesen Tagen ja gesehen, als es darum ging, Solidarität zu zeigen, das vom Fußballfan zu seinem Club. Da wurden auf Dinge verzichtet, was Rückerstattungen angeht. Das hast du natürlich in der Hotellerie nicht so, weil das wird als Leistung und Gegenleistung, als Dienstleistung dann auch angesehen. Und denke, ja, das ist ein gravierender Vorteil, der uns da unterscheidet. Mhm. Ja. Wir reden jetzt auch über die Fans. Wir haben jetzt, also morgen fängt ja das Spiel an. Ich glaube, Bayern gegen Schalke ohne Zuschauer. Erstmal sollten Zuschauer kommen, dann kam kurz danach ein Dementi. Am Samstag gibt es Zuschauer in Dortmund 10.000. Jede Mannschaft darf anders. Mich hat es immer interessiert, wer darf denn da überhaupt rein? Gibt es da ein Los? Gibt es da nur die Sponsoren oder gibt es da so irgendwie extra? Wie läuft das denn ab? Also bevor ich das direkt beantworte, will ich nur noch mal das im Gesamtzusammenhang einordnen. Also erstmal muss man der Deutschen Fußballliga ein Kompliment machen, dass sie letztlich über ihr Hygienekonzept seinerzeit in einer ganz schwierigen Phase ja den Restart mit Unterstützung der Politik ans Laufen bekommen hat, anders als in anderen Bereichen. Das darf man im Übrigen ja auch einer Branche nicht verübeln, dass sie um ihre Branche zu retten, dann eben halt auch kreativ werden. Was jetzt aktuell ansteht, da bin ich etwas zurückhaltender, was die Euphorie angeht, weil es ist so, dass wir, dass die Vereine im Wettbewerb zueinander stehen. Das heißt, du hast gerade genannt Bayern München gegen Schalke, weil jetzt Infektionsherde da sind oder das Infektionsgeschehen sich verschlechtert hat, morgen in der Allianz Arena ohne Zuschauer. Während an anderen Standorten 10.000 bis 12.000 Menschen ins Stadion gehen können. Da ist es vielleicht für das eine Mal, kann man nicht von einer Wettbewerbsverzerrung sprechen. Aber man stelle sich vor, dass dieses Ungleichgewicht eine gesamte Serie, ich übertreibe bewusst, anhält und dass man am Ende in München, in Bayern insgesamt bei 0 Zuschauern bleibt. Und in Sachsen oder in anderen Standorten, wo es ein besseres Infektionsgeschehen, also im positiveren Sinne gibt, würden sukzessive die Zuschauerzahlen angehoben. Ich hätte dann Kummer mit, was die Integrität des Wettbewerbs angeht, was Chancengleichheit bedeutet. Denn das ist nachweislich so, dass der Heimvorteil belegbar in Corona-Zeiten oder vor Corona, da haben die Heimmannschaften 45% ihrer Spiele gewonnen. Während der Corona-Zeit nur 32%. Das sind also harte Fakten. Und deswegen sehe ich das so mit ein bisschen weinendem und lachendem Auge. Das Lachende natürlich toll. Jeder Zuschauer, der rein darf, freut einen. Und jetzt, um deine Frage zu beantworten, das ist für die Clubs in der Tat ein echtes Spannungsfeld. Weil du hast auf der einen Seite Logen und Businesspartner, die richtig viel Kohle bezahlen für ihre Plätze. Dann kannst du aber nicht allen Vorfahrt einräumen, weil dir die treue, vielleicht weniger zahlungskräftige
Kundschaft dann du die verprellst. Und deshalb habe ich ein großes Verständnis, dass viele Clubs tatsächlich per Losverfahren sich hier dem Thema gewidmet haben, weil wie willst du, wenn du, ich sag mal, bei meinem früheren Club St. Pauli, die haben 15.000 Dauerkarten, ja, und dürfen vielleicht nur 5.000 reinlassen. Wer soll jetzt entscheiden? Der Müller ja, der Meier nein. Und das ist schwierig und deswegen glaube ich, dass das Los dann eben halt auch schon eine faire Lösung ist. Okay. Wie ist es dir denn ergangen in der ganzen Zeit, die letzten Monate? Ne? Zum Teil ohne Fußball klarzukommen, natürlich die ersten Monate. Oder hast du einfach gesagt, okay, dann kann ich jetzt mal mich mit anderen Sachen beschäftigen, natürlich Familie. Was treibt einen wie dich rum in so einer komischen Zeit? Ja, du sprichst dann einen guten und wichtigen Punkt an, der allen Verantwortlichen in der im Profifußball Kummer bereitet, nämlich die Frage, entfernt sich quasi auch der Fan vom Fußball, indem er plötzlich feststellt, Mensch, samstags nachmittags, ich kann da noch was anderes machen. Das heißt, dieses Hinarbeiten, was wir ja kennen, diese typische Emotionalität, die einen Fan ja auch an den Club, wir haben es eben gesagt, der auch bindet, wenn sich da eine Entfremdung im Sinne von einer Tendenz entwickelt, wo man sagt, naja, es geht vielleicht auch ohne, kann perspektivisch natürlich ein echtes Problem werden. Und ich habe das bei mir selber festgestellt, wenn du dann in der Endphase der letzten Saison dann die Spiele dir anguckst, dann ist das bei mir zu einem so Nebenbei-Produkt mutiert. Ja? Also ich habe dann dabei Zeitung gelesen, das kann ich mir gar nicht vorstellen normalerweise, ich ein Fußballspiel nicht konzentriert gucke, aber da ist ja keine Atmosphäre, da ist ja kein Leben, da ist nichts drin. Und ja, ich war angetan, mein Lieblingsverein, bei dem ich seit 10 Jahren auch zahlendes Mitglied bin, Rot-Weiß Essen, ja, hat am Montag, da war ich im Stadion, ich hörte dann zu den Glücklichen, die hier eine Karte bekommen haben, im Pokal gegen Bielefeld gewonnen. Und alleine 300 Leute, das war eine Stimmung, ja, eine Atmosphäre, die da, ja, die hat es einfach ausgemacht, ne? Und das ist halt ein Riesenunterschied. Mhm. Ja. Mal so dein Thema, also wir kommen nachher mehr drauf zu sprechen, dieses gesellschaftliche Thema Fußball. Mich interessiert immer so ein Thema. Wenn ich so in Kaufhaus gehe, in der Sportabteilung, da sehe ich so Trikots und die Hosen, was auch immer. Dann kostet so ein Trikot von irgendeiner Mannschaft 89 €. Dann kommen noch, wenn du einen Namen noch drauf haben möchtest, Nummer 15, wenn du die Nummer noch drauf, Nummer 10, also du kommst unter 120 € gar nicht raus. Jetzt auch für kleine, für Jugendliche. Das ist ganz schön viel Geld. Ich meine, ich denke mal, es wird ja auch in Asien irgendwie produziert, kostet jetzt nicht allzu viel in der Produktion. Ist das so gerechtfertigt? Naja, ich könnte jetzt ein bisschen spitz und im Augenzwinkern sagen, bei deinem langen Namen werden natürlich auch viele Buchstaben verwendet, ja, beim Beflocken. Mit der Nase, die könnte auch kürzer sein. Nein, aber es ist in der Tat so, dass das Trikot schon einen stolzen Preis kostet. Da kann ich auch nichts anderes sagen. Das sind die Fakten, die hast du richtig beschrieben. Ich denke, dass ein viel größeres Problem, was das Trikot angeht, ist, was auch mal eine Zeit lang der Fall war, dass es ja nicht bei einem Trikot bleibt. Ja? Das Problem ist ja, dass es ja mittlerweile, jeder Club hat ja, muss ja bei der DFL, also bei der Deutschen Fußballliga, die spielleitende Stelle, muss ja auch 3 Trikots hinterlegen. Also es gibt dann Heimtrikot, ein Auswärtstrikot und ein so neutrales Ausweichtrikot. Und die werden in der Regel dann auch auf den Markt gebracht. Und dann kannst du dir natürlich vorstellen, wenn du jetzt mit deiner Familie und jetzt hat am Wochenende deine Lieblingsmannschaft in dem Auswärtstrikot gewonnen und du hast aber bisher nur das Heimtrikot gehabt und du musst dann noch das zweite Trikot kaufen, dann wird es richtig teuer in der Gesamtheit. Was mich gefreut hat, ist, da gibt es mittlerweile ja die ersten Erfolgsnachrichten, dass man, was das Thema soziale Verantwortung bzw. gesellschaftliche Verantwortung auch im Hinblick auf Fair Trade oder auch was Lieferketten angeht, was Standards angeht, also gerechte Bezahlung auf dem Wege, dass sich auch diese Gedanken mittlerweile im Fußball Einzug erhalten, dass man eben halt auch dort sagt, eben nicht nur unter dem Aspekt billig, 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 sondern auch zu sagen, okay,
was steckt dahinter in der Lieferkette. Das sind zumindest schon mal zarte Pflänzchen, die da zu erkennen sind. Mhm. Ja, und bei manchen Mannschaften, es gibt ja drei, vier Mannschaften, die dann noch in der Champions League unterwegs sind, haben dann auch da nochmal ein separates Trikot. Also da geht's nochmal weiter. Wie kann denn der Fußball, ne, um ein bisschen über Nachhaltigkeit weiterzusprechen, wie kann denn der Fußball nachhaltiger werden? Was bedeutet das genau und wie könnte das aussehen? Ja, ich bin da schon, ich habe mich ja etwas unbeliebt gemacht vor einiger Zeit durch ein paar öffentliche Äußerungen, dass ich schon denke, dass eine Branche wie der Profifußball, der sein Geld mit und durch die Öffentlichkeit verdient, auch sich bestimmten gesellschaftlichen Themen einfach widmen muss. Ja, man kann nicht sagen, ich nehme jetzt noch Euro Kohle und dann nach mir die Sinnflut. Ich war ja nun selber auch 3 Jahre Geschäftsführer dieser deutschen Fußballliga. Und wenn man sieht, dass wir alles reglementieren, also es gibt in der sogenannten Lizenzierung, also jeder Club muss, um am Spielbetrieb der ersten, zweiten Liga teilnehmen zu können, bestimmte Kriterien erfüllen, nicht nur sportliche, das sind ja die wichtigsten, aber auch wirtschaftliche, infrastrukturelle und. Und da wird alles festgelegt, also wirklich bis ins kleinste Detail, wie viel Lux das Flutlicht haben muss, wie der Kamerawinkel sein muss bei einem Interview nach den Spielen, wie viel Quadratzentimeter die Trikotwerbung auf der Brust sein darf und. Aber zum Thema der gesellschaftlichen Verantwortung findet sich nichts. Das habe ich zum Anlass genommen, auch zu sagen, also Freunde, wir müssen schon jetzt mal hier langsam uns auch diesem Thema widmen. Und was heißt das konkret? Dass man eben halt Themen verpflichtend macht für die Profivereine. Beispiel Elektroladestationen vor den Stadien. Ein Solardach möglicherweise verpflichtend. Wir haben über Regenwassernutzung diskutiert. Wir haben das Thema der Lieferketten auch bei der Produktion von Merchandising eben besprochen. Es gibt so viele Themen, oder wenn ich an diese irre Lebensmittelverschwendung denke, ja, wir haben Zehntausende von Business- und Logenpartnern, da wird ja Lebensmittel im Überfluss produziert, ja, die hinterher weggeschmissen werden. Ja. Auch solche Themen sich zu widmen. Und ich denke, dass wir nicht nur was Gutes tun können insgesamt für die Gesellschaft, sondern wenn ich auch sehe, dass 15-, 16-Jährige heute für soziale und ökologische Themen auf die Straßen gehen in der Frage. Und dann denke ich, das ist eine ganz wichtige, auch für wahrscheinlich auch für die Zielgruppe für Hotels, weiß ich nicht, Generation Z, ja, die am Ende genau über diese Themen auch zu erreichen sind, ja, zu emotionalisieren sind. Auch das sind ja mal hoffentlich Fußballfans. Und da kannst du dich eben nicht mehr über goldene Steaks definieren, sondern da musst du diese Sachen ernst nehmen. Aber Andreas, fängt das nicht woanders auch schon an? Ich meine, wenn ich so wenn man Fußballgehälter höre, ne? Also ich meine, Deutschland ist ja noch relativ human. Ne? Also in England ist es ja, was kriegen die da irgendwie? 300.000, 500.000, 700.000 Pfund die Woche. Also nicht jeder Spieler natürlich, wir müssen das auch so, aber ich finde, das gehört doch auch mit dazu. Wenn das ein Fußballspieler, sag ich mal, ein durchschnittlicher Fußballspieler, ich weiß nicht, kannst du besser sagen, verdient vielleicht 2, 3, 5 Millionen Euro im Jahr, kickt so einmal Samstag, trainiert 2 oder 3 Stunden am Tag oder 4, das weißt du besser als ich. Und dann, das gehört doch auch alles mit dazu. Ich weiß es nicht, oder, und auch noch die zweite Frage danach, also A, sind die Gehälter nicht zu hoch und B, wie reagieren denn überhaupt die Mannschaften, wenn du sagst, baut doch mal ein Solardach nach oben oder stellt ein Elektro-Dings dann nochmal hin? Wie reagieren die denn überhaupt auf sowas? Also wir müssen erstmal unterscheiden. Ich möchte jetzt hier keinen, nicht auf die Profis in der Gänze draufhauen. Natürlich gibt es viel zu überzogene Gehälter, gar keine Frage. Da werden auch Millionengelder bezahlt. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben ungefähr erste und zweite Bundesliga zusammen in Toto, wenn es mal nimmt, haben wir ungefähr 1050 Profis. Ja. Die 1050 Profis, ja, verdienen nicht alle Millionen. Ja? Ja, und wir haben in der Frage, wir sprechen ja hier über die Spitze und die Top-Leute. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir schon ab dem Tabellenplatz 9 oder 10 in der zweiten Liga und abwärts und dann die dritte Liga, die ja auch Profis sind, da sage ich es mal ein bisschen spitz und provozierend, da produzieren wir Sozialfälle. Ja? Die verdienen irgendwo zwischen 150 und 500.000 Euro. Das ist
richtig viel Geld in der Relation zur Realwirtschaft, aber die verdienen das eben nur 7, 8 oder 9 Jahre lang und sind dann mit Anfang 30 und stehen da. Und würdest du in deinem Hotel oder Alex in seinem Betrieb jemanden einstellen, der dann der beim Einstellungsgespräch sagt, auf die Frage, was hast du die letzten Jahre gemacht? Ja, ich habe Fußball gespielt. Dann wird es schwer. Das heißt, wir müssen auch dann schon das differenziert betrachten und dürfen eben nicht nur auf die 5 Millionen Einkommensverhältnisse abheben. Das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich, was das Thema, wie gehen die damit um? Also ich habe im letzten Jahr, ich habe ja meine selbst gewählte Auszeit nach St. Pauli ja mir verordnet und hatte viel Zeit, habe auch Stadien oder auch Standorte besucht und habe Herrn Hopp in Hoffenheim besucht im letzten Jahr, der wirklich ein großartiges Engagement an den Tag gelegt hat. Der hat eine Klimaarena gebaut neben dem Stadion. Und so als sichtbares Zeichen auch, was das Thema angeht. Es gibt Vereine wie Freiburg, die führend sind. Mainz macht großartige Dinge, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Wolfsburg, Leverkusen, das sind alles gute Beispiele, wo die Clubs erkannt haben, wir müssen hier etwas tun. Aber es gibt natürlich auch noch, ich will nicht sagen schwarze Schafe, aber es gibt zumindest welche, die dann auch lieber vielleicht noch einen Spieler mehr verpflichten, als sich dem Thema der gesellschaftlichen Verantwortung zu widmen. Mhm. Ja, ja. Was ist eine Klimahalle? Also war so eine Klimaarena, das war Klima-Arena? Ist eine ja, wie soll ich es beschreiben? Es ist die Möglichkeit, dort virtuell wirst du durch Zeitreisen geführt, also von der Eiszeit über zukünftige Dinge. Du kannst dann Jahreszahlen eingeben, unter bestimmten Parametern wirst du dann in Räume geführt, da wird erklärt, was sich dann bei den und den Parametern, wenn du die veränderst, was dann passiert mit dem Klima und also mal eine kleine Facette. Das wird sehr viel frequentiert, natürlich von Schulklassen, von Leuten, die sich mit solchen Themen beschäftigen. Das nennt sich Klimaarena, was er da gebaut hat. Im Übrigen, ich verrate keine Betriebsgeheimnisse, weil das auch öffentlich kommuniziert wurde, aber das sind ein privates Engagement von 35 Millionen in ein solches Projekt. Ja, da sage ich dann schon einen Hut ab. Ja, du hast in Pauli, habe ich gelesen, ich hoffe, es ist richtig, hast du einen Kindergarten installiert oder es wurde ein, also ob du es warst, aber jedenfalls hat der Verein einen Kindergarten installiert. Die Idee finde ich an sich schon spitzenmäßig. Also ich weiß ja nicht, für wen, für die Spielerkinder, also Kinder der Spieler oder für die Leute, die in Pauli wohnen. Aber nein. Ja, also ich möchte mich da nicht mit fremden Federn schmücken. Das ist tatsächlich vor meiner Zeit entstanden. Und man muss sich das so vorstellen, es wurde im Rahmen des Stadion Neubaus oder Umbaus, wurde eben halt hier eine Kita gebaut, das Piratennest. Ja, so. Und das ist wirklich großartig gewesen, damals zur Zeit des Präsidenten Corny Littmann, der Alex müsste ihn auf jeden Fall kennen, aus Hamburg, ist eine schillernde Figur, ein großartiger Unternehmer, der war viele Jahre lang Präsident beim FC St. Pauli. Und das hat ja auch Vorteile für uns gehabt als Club. Es war ein offener, also einer Stiftung betriebener Kinder oder Kita. Aber auch unsere Kollegen konnten ihre Kinder dort abgeben und dann quasi Tür an Tür ihre Arbeit machen im Stadion, wo wir unsere Arbeitsplätze auch haben. Das ist natürlich wirklich, das sind genau auch die Vorteile, mit denen du dann auch in der heutigen Zeit auch richtig punkten kannst, ja, wenn es das verbindet uns vielleicht auch Fachkräftemangel, hätte ich bald gesagt, ja, wo wir natürlich, da geht es nicht nur um die Kohle, sondern es geht auch darum, Atmosphäre zu schaffen, ja, eine gute Kultur in einem Hause zu etablieren und solche Themen eben halt auch zu sagen, mach dir keine Sorge, du kannst hier nebenan, hast du auch einen Kita-Platz. Also das war schon, wer immer auch die Idee hatte, ich hatte sie nicht, das war auf jeden Fall eine großartige. Mhm. Wurde auch von Mitarbeitern von St. Pauli gut angenommen oder waren es eher die Leute, die in St. Pauli wohnten, die Kita eigentlich genutzt haben? Nein, es waren schon, also die überwiegende Teil waren natürlich tatsächlich Externe.
Aber ich war knapp eine Fußballmannschaft von Mitarbeitern, die auch dort ihre Kinder untergebracht haben. Also das wurde schon angenommen. Aber wie gesagt, es war in erster Linie natürlich auch für den Stadtteil oder für Externe gedacht. Und wir haben davon natürlich profitiert, wie gerade beschrieben. Hm. Was ich noch sagen möchte, was wir auch noch gemacht haben, das ist, ich musste am Anfang auch schmunzeln, will ich vielleicht hier mal in der netten Runde mal erzählen. Irgendwann kam unser CSR-Verantwortlicher bei mir ins Büro und sagte, Christian Prüß, ein ganz umtriebiger, verantwortungsbewusster Kollege, und er sagte, Mensch Andreas, wir müssen was gegen das Bienensterben tun. Und da sage ich, ja, was müssen wir gegen das Bienensterben tun? Ja, sagt er, wir müssen Bienenvölker anlegen. Da sage ich, aber ganz ehrlich, ich habe dann schon so Managerkrankheit vor meinem geistigen Auge gesehen, Bienenvölker, irgendwie der Wind dreht falsch und dann die Bienen auf Stadion, Spielerbruch, Regress an. So. Klar, ne, so, weil ich natürlich keine Ahnung hatte. Und dann sagt er, nein, du hast wirklich keine Ahnung. Und dann haben wir dann Imker eingeladen, hat uns alles erklärt. So, und der FC St. Pauli hat jetzt seit 3 Jahren tatsächlich Bienenvölker angelegt, also im Stadion, auf dem Dach. Wir ernten auch jedes Jahr dort Honig. Wir haben die Möglichkeit bei Stadionführungen tatsächlich auch Schulklassen, werden da durchgeführt, könnte ich dann die Nase platt drücken hinter der Scheibe und sich das Treiben da anschauen. Und der Clou, und da siehst du, was Vermarktung dann bedeutet an einem Club, in einem Club wie St. Pauli mit pfiffigen Ideen. Unser damaliger Trainer heißt immer noch so, aber Ewald Lienen. Mhm. Eine andere wird ihn vielleicht kennen. Und wir haben dann die erste, die erste Ernte, die wir dann quasi konfektioniert haben in kleine Gläschen, haben wir dann beschriftet mit Ewald Bienenhonig. Ja, der ist natürlich weggegangen wie warme Semmel, die stand wirklich Schlange, ne? Und wir haben dann die kleinen Gläschen dann verkauft und alles war gut. Okay. Und haben nachhaltig damit auch ein Zeichen gesetzt. Ne? Ja, das finde ich ja super. Also ich finde, das ist ja wirklich eine ganz tolle, so Vereine wie Union, also wie Pauli, Union Berlin oder whatever du kennst, oder Freiburg ist ja auch so nicht, Freiburg ist glaube ich einer der sympathischsten Vereine in der Bundesliga oder im deutschen Profi. Egal, sogar der Trainer ist ja schon cool. Also dann die legendären Pressekonferenzen von denen, wo der richtig über soziale Sachen auch spricht. Ich bin ja Fan von Freiburg. Ich bin da sozialisiert worden. Ich war 4,5 Jahre Geschäftsführer dort. Wir haben damals strategische, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, gute Entscheidungen getroffen habe mit dem Bau der Freiburger Fußballschule damals. Wir waren auch da Pioniere, als alle die Kirch-Millionen von Leo Kirch damals, dem Medienunternehmen, die Millionen alle in Kickerbeine investiert haben, haben wir in Steine investiert, in die Freiburger Fußballschule als strategisches Instrument. Auch da vielleicht eine Parallele zur Hotellerie. Du musst ja auch als Unternehmer dir überlegen, make or buy, ja, also bilde ich selber aus für meinen Laden oder kaufe ich mir die Fachkräfte am Arbeitsmarkt. In dem Fall in Fußballersprache Transfers. Mhm. Und wir haben gesagt, wir haben nicht die wirtschaftlichen Möglichkeiten und wollen diesen Unsinn auch nicht mitmachen, da horrende Ablösungen bezahlen, sondern wir wollen ganz klares Bekenntnis zur Nachwuchsförderung, weil es auch die Identifikation mit dem Standort steigert. Du hast gerade Christian Streich genannt als Trainer, der seit zu meiner Zeit war noch A-Jugendtrainer dort. Der ist auch 20, 25 Jahre her. Der ist immer noch da. Also das sind natürlich dann schon auch ganz wichtige Entscheidungen. Kontinuität in so einem Bereich, dass nicht alle Nase lang Hire-and-Fire-Mentalität da herrscht. Also den kann ich dir nur zurufen, du, verbindet uns. Freiburg ist für mich der Club in Deutschland, der unter dem Aspekt des Verantwortungsbewusstseins, der Nachhaltigkeit und des sympathischen Auftretens für mich eine glatte Eins bekommt. Ja. Was können Hotelkonzerne, um da mal kurz diese Parallele zu schaffen, was können Hotelkonzerne von, Unternehmen oder Leidenschaften wie St. Pauli, Freiburg und Union, ich nenne jetzt einfach mal noch die drei, was können wir davon lernen oder größere Hotelkonzerne, was können wir davon lernen? Naja, also ich sehe mich jetzt nicht als derjenige, der euch da kluge Ratschläge gibt. Ich meine, das steht mir, glaube ich, nicht zu, weil ich auch die Branche zu wenig verstehe bei euch. Aber ich denke, dass ein ganz wesentlicher Punkt und die Vereine, die du gerade genannt hast oder auch CEF eben, haben deshalb
eine hohe Akzeptanz und eine hohe Sympathiewerte, weil sie glaubwürdige Politik betreiben. Ja, und ich denke, das kann man übertragen auf alle Bereiche, jetzt nicht nur auf die Hotellerie, sondern, und da fängt es immer an von den Leuten, die vorweggehen, also in eurem Unternehmen, ja, welche, wir haben eben mal über Kultur oder DNA eines Hauses gesprochen. Ich denke, dass wichtig ist, und das merkt der Kunde eben, wenn er das Hotel betritt, und das merkt der Fan, wenn er ins Stadion geht. Was ist da für eine Atmosphäre? Knistert es da? Was ist da los? Ja, oder so, oder ist das hier steril in so einem Laden? Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, den man sich zu Herzen nehmen sollte, das Thema Atmosphäre. Ja, weil das zahlt ein auf das Thema der Emotionen und der sich wohlfühlen und sagen, ach, weißt du was, das hat mir gut gefallen, da gehe ich wieder hin. Ja? Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Okay. Ja. Wenn wir schon mal bei der Hotellerie so ein bisschen sind, die Bundesliga hat ja im, kannst du mich korrigieren, Juni, Juli wieder angefangen zu spielen. Ich glaube, das war im Juni. Da war so die Riesendiskussion auch in Deutschland, warum dürfen die kicken und die Restaurants müssen geschlossen bleiben? Oder warum dürfen die kicken und die Messen oder whatever, die Konzerte dürfen nicht stattfinden. Da war so eine Thematik, ja, Fußball ist emotional so wichtig für die Leute, damit die am Samstag, so wie du selbst, vor der Glotze sitzen, mache ich ja auch und so, und gucken dann das Spiel. Wie beurteilst du das denn? War das so wichtig, wirklich wieder anzufangen, oder hätten sie nicht sagen können, komm, wir lassen mal die Saison? Nee, der entscheidende Unterschied zu vielen anderen Sportarten ist relativ schnell erklärt. Ihr müsst euch vorstellen, die Bundesliga macht, nur die Bundesliga jetzt, macht ungefähr 4 Milliarden Euro Umsatz. 4 Milliarden. Und von den 4 Milliarden entfallen ungefähr 1,5 Milliarden auf die sogenannten medialen Verwertungsrechte. Also das ist das, was eben halt Fernseh, Radio, alles das, was so. Und für diese Verwertung dieser medialen Rechte ist es jetzt nicht entscheidend, ob da Zuschauer im Stadion sind oder nicht. Das heißt, die Liga hat deshalb gesagt, wir müssen alles daran setzen, selbst wenn kein Zuschauer da ist, dass wir dieses werthaltige Produkt erhalten, in dem zumindest gespielt wird. Und das ist eben halt der entscheidende Unterschied zu Hallensportarten oder zu anderen Sportarten, die letztlich von ihren Zuschauereinnahmen leben. Da ist eine ganz andere Erlössituation in der Gesamtheit. Die haben kaum nennenswerte Vermarktungserlöse über die Medien. Das heißt, deren Brot- und Buttergeschäft ist der zahlende Fan, der im Stadion oder in der Halle oder sonst wo ist. Und deswegen hat die Politik sich überzeugen lassen, indem man gesagt hat, okay, wenn ihr garantiert, dass eben nur 300 Leute akkreditiert, genau in Zonen aufgeteilt, Hygienekonzept unter medizinischer Vorgabe und. Das war wirklich auf, weiß ich, fast 50 Seiten ein Konzept, was die DFL da wirklich vorbildlich erarbeitet hatte, mit Virologen, mit Experten. Und dann konnte man der Politik auch sagen, okay, die Möglichkeit, dass es hier zu einer Ansteckung oder irgendeiner Situation kommt, die ist so gering, gibt uns doch die Möglichkeit, aber dass wir das Produkt quasi erhalten können und über die, was die Übertragungsrechte angeht. Das war der entscheidende Unterschied, glaube ich. Das ist ja auch, diese Rechnung ist ja auch zu größten Teilen auch aufgegangen. Mhm. Wie wird es jetzt, jetzt fängt die Bundesliga wieder an, dann wird nachher international auch wieder Fußball gespielt mit UEFA, mit der Champions League und so weiter. Und jetzt haben wir auf einmal diese Brandherde überall. Ne? Ich sag mal, Holland ist gerade ganz aktuell, die Provinzen Nord- und Südholland sind jetzt Gefährdungsgebiet, sage ich jetzt mal. Also da gibt es eine Reisewarnung. Wie wird es dann da auch sein? Hier in Deutschland dürfen vielleicht 10.000, 5.000 Zuschauer rein, aber dann spielt eine Mannschaft, ich sag mal, irgendwo in Frankreich, Spanien, Holland, wo auch immer, und da wieder nicht. Was passiert da dann in der Richtung? Das wird auch nicht einfach, denke ich mal, um die Konzepte auch irgendwie gleichmäßig aufzusetzen, weil die Länder operieren da ganz anders. Ja, absolut. Also wir müssen ja unterscheiden. Auf der einen Seite
die Ungleichbehandlung innerhalb eines Wettbewerbs. Also jetzt sagen wir, ich kenne mich jetzt in den in Holland, nee, Niederlande muss ich ja sagen, ja, das ist ein Teil der Niederlande, ja, also nicht so gut aus, aber wie auch da die Dinge sind. Aber in Deutschland kann ich natürlich sagen, habe ich Verständnis dafür, dass man natürlich sagt, bevor etwas passiert, und deswegen auch die heutige Absage ist ja brandaktuell, dass in München, weil dort in Bayern das Infektionsgeschehen so ist, wie es ist, heute morgen gegen Schalke keine Zuschauer ins Stadion kommen. Also da finde ich dann schon richtig, dass man sagt, ja, also bei allem Geld verdienen und Zuschauern und Emotionen, aber Gesundheit steht an erster Stelle. Ja? Und das ist dann schon auch eine richtige Entscheidung, da hier kein Risiko einzugehen. Ich bleibe dabei, ich habe es eben gesagt, ich sage es bewusst nochmal, wenn das natürlich aber auf Strecke innerhalb eines geschlossenen Systems, wo es um Verdrängung geht, ja, dann sehe ich das schon kritisch, was die Integrität des Wettbewerbs angeht, weil das ist ein ganz entscheidender Unterschied zum Beispiel zur Hotelbranche, ja, nämlich was die Wettbewerbssituation angeht. In der Realwirtschaft, da erzähle ich euch auch, ja, kann es sein, dass ihr, die eine Hotelkette kann Erfolg haben und die andere aber auch. Im Profifußball, ja, ist der Erfolg des einen der Misserfolg des anderen. Weil wenn in der Bundesliga jeden Tag alle 18 Bundesliga-Manager alles richtig machen, steigen trotzdem zwei ab. Und das ist natürlich ein gravierender Unterschied in der Frage auch des Verdrängens in der Frage. Und das ist wie so eine Wippe. Ja? Wenn der eine Erfolg hat, hat der andere Misserfolg. Und das ist eben bei euch in eurem Bereich nicht so. Ihr könnt nebeneinander durch gute Konzepte, durch gutes Management, was auch immer, auch nebeneinander beidseitig Erfolg haben. Wie ist es denn so jetzt bei diese Corona-Spiele, nenne ich jetzt mal so? Also im Schnitt, wie viel, also die Vereine haben doch Geld verloren in dieser Zeit. Ich meine, sie kriegen zwar Fernsehgelder, aber die müssen auch Gehälter bezahlen. Sie müssen ja auch das Stadion gegebenenfalls bezahlen, Sicherheit, whatever, das kennst du natürlich auch alles besser. Wie ist denn da diese, gibt es da so eine Statistik oder Zahlen? Also ja, also ich sag mal, damit man mal ein Gespür für Zahlen bekommt, das sind ja Zahlen, die auch veröffentlicht worden sind, deswegen verstoße ich ja auch nicht gegen irgendwelche Vertraulichkeitsdinge, aber es gibt Standorte wie deine frühere Heimat in Köln, wo es nahe 2 Millionen Euro Einnahmeausfall gibt für ein Spiel. Ja, damit wir mal wissen, worüber wir reden, ja, in der Frage. Und also von daher, ja, wenn du keinen Zuschauer drin hast oder hast 50.000 drin, ja, dann kannst du ja ungefähr ausrechnen, was das bedeutet und was Business Seats und was Logen und Sonstiges dann plus Catering, ja, also der Bier und alles, ne, auch die eben genannten Fanartikel, die am Spieltag noch verkauft werden und. Also da kommt schon richtig Kohle zusammen. Und deswegen war es auch richtig und auch ein gutes Zeichen im Übrigen, dass auch ja nur alle Vereine letztlich mit ihren Spielern Gehaltsverzicht verabredet haben. Ja? Also indem es da eine Solidarität gab, da muss man die eben von dir zu teilen, ja zu Recht, aber eben nicht alle in einen Sack werfen, kritisieren ja. Spieler, die auch gesagt haben, ja, ich bin bereit in der Frage auch hier Gehaltsverzicht, anders im Übrigen, oder es war schwieriger in der Premier League, wo man hörte, dass es sehr zäh war, wo die Spieler gesagt haben, man muss da wissen, 15 der 20 Premier League Clubs gehören Milliardären. Ja. Und dann sagt natürlich ein Spieler, der sagt, ja Moment mal, soll ich jetzt auf Geld verzichten, damit der seinen Reichtum mehrt? Das heißt, da ist eine ganz andere emotionale Verbundenheit, als das in Deutschland der Fall ist. Und von daher denke ich, dass wir in Deutschland insgesamt gut durch die Krise gekommen sind, weil wir auch jahrelang durch ein strenges Lizenzierungsverfahren auch wirtschaftliche Vernunft haben walten lassen in der Frage. Aber auch das gehört zur Wahrheit. Es war schon für einige Clubs nahe der Existenzbedrohung. Haben die auch im Fernsehen gesagt, Entschuldigung, Alex, dass ich störe, dass du warst ja. Dass Duisburg, die haben noch Geld bis Ende des Jahres. Und wenn sich da nichts ändert mit den Zuschauern, haben die ein riesiges Problem. Also wirklich ein, ob die überhaupt noch weiterspielen können finanziell. Ist jetzt Duisburg dritte Liga, ist mir auch bewusst, aber kann ja auch in Zweitligamannschaft passieren, wenn es dann ohne Zuschauer weitergeht. Weil es reduziert ja auch die Sponsorengelder, oder? Hast du den Alex jetzt angesprochen? Nee, dich. Aber ich, okay. Ja, also das ist in der Tat so.
das Problem in der ganzen Sache ist natürlich, man muss sich das so vorstellen, die Sportetats sind ja in der Regel oder die Etats insgesamt auf Kante genäht. Das kann man kritisieren und auch zu Recht kritisieren, weil man natürlich sagt, okay, unser Geschäftsprinzip ist ja nicht originär Gewinne zu machen, sondern unser Geschäftsprinzip ist in erster Linie sportlichen Erfolg zu haben. Mhm. Und den sportlichen Erfolg, es gibt ja die Korrelation in Mitteleinsatz, also je Geld schießt dann eben halt doch hier und da mal Tore. Das heißt, je mehr ich natürlich für die Mannschaft an Geld bereitstelle, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich sportlichen Erfolg habe. Und das führt natürlich bei vielen dazu, dass sie sagen, okay, ich gehe vielleicht hier und da mal ein Risiko ein und investiere etwas mehr auf Kante genähte Etats, das meine ich damit, weil ich dann am Ende nicht nur sportlichen Erfolg, sondern man muss das System verstehen, je besser man in der Tabelle platziert ist, desto mehr kriegt man eben von den eben von mir genannten 1,5 Milliarden aus der medialen Verwertung, weil es da ein Ranking gibt. Das heißt, je höher, je besser und je mehr sportlicher Erfolg, desto mehr Geld kriege ich zurück aus diesem Topf. Und das führt, das muss ich deutlich sagen, natürlich auch manchmal zu einer Hasardeur-Mentalität. Und das ist sicherlich nicht gesund auf Strecke. In unseren Sendungen, und jetzt schon die 25. Sendung, worauf wir schon ein bisschen, ja, wir sind einfach dankbar, dass wir schon 25 Wochen das machen dürfen. Da haben wir irgendwann angefangen zu fragen, okay, Corona hin und her, aber wir lernen auch einiges aus Corona. Und da haben wir gesagt, okay, die Corona-Revolution im Positiven, aber was können wir und was nimmst du auch für den Fußball, aber auch für den Alltag aus dieser Zeit mit für die Zukunft? Ja, also ich muss sagen, ich bin schon eher, höre schon zu den etwas ängstlicheren Vertretern habe zumindest ja, für uns, für unsere Familie entschieden, weil wir haben 86-Jährige, meine Schwiegermutter ist da natürlich da besonders anfällig, wo wir uns auch ja, eine gewisse Fürsorge uns verpflichtet fühlen, ja, in der Frage. Und was nehme ich mit? Eben genau das, im Täglichen achtsamer zu sein, wacher zu sein, tatsächlich an morgen und übermorgen zu denken, auch was das Verhalten angeht. Und ich muss sagen, es ist für mich trotzdem noch irgendwo surreal. Ich war heute auch unterwegs, ich bin gerne mit Bus und Bahn unterwegs. Aber wenn ich dann alle um mich herum sehe mit Masken und so, das ist, also ich das, für mich ist das wirklich immer noch wie so ein falscher Film. Was mir die Krise jetzt auf jeden Fall gezeigt hat, und das würde ich mir wünschen, dass das auch anhält, dass die sogenannten systemrelevanten Berufe hier tatsächlich auch mal den Stellenwert bekommen, der ihnen gebührt. Ja, also Fußball hin oder her. Also wir diskutieren hier die ganze Zeit über Fußball und über Millionen Dinge. Der Fußball ist nicht systemrelevant. Ja, der ist vielleicht gefühlsrelevant. Aber die Dinge, die wir hier, die ich meine, die haben Systemrelevanz. Und wenn das die Erkenntnis wäre, dass man da zukünftig, gerade was das Gesundheitswesen angeht, der nicht nur mehr Aufmerksamkeit, sondern auch hier ein bisschen mehr, ein paar Penunzen mehr da, dass es nicht immer mit warmem Händedruck bleibt, nach sich zieht, dann wäre das schon mal zumindest ein kleiner Lichtblick. Und was wäre die Corona-Revolution für die Fußball, für den Fußball in Deutschland? Was lernen, was sollten Sie lernen oder mitnehmen für die Zukunft, um es besser zu machen? Ja, ich hoffe, dass es wirklich eine heilsame Lehre ist und wieder, dass uns allen im Profifußball, ich habe ja auch damit viele Jahre auch gut Geld verdient. Ich will ja auch, bin ja auch keiner, der jetzt sagt, ich habe da alles mit nichts mit zu tun. Aber ich denke, dass dieses Thema, und ich habe das immer mir zu eigen gemacht, vor einer Saison, vor einer Mannschaft, unserer Mannschaft zu sprechen und zu sagen, in welchem Traumberuf wir doch unterwegs sind, ja, im Profifußball. Und dann eben mal so ein Flipchart auch immer mal aufgezeigt, Krankenschwester 2600 brutto, ne, der Busfahrer, ne, dann der. Und also um mal zu sagen, Mensch, ihr müsst schon wieder mal im realen Leben ankommen und euch auch bewegen. Und ich denke, das ist nochmal ein ganz wesentlicher Punkt, der in so einer Krise sicherlich auch bewusst macht, ja, in welchem privilegierten Bereich wir tätig sind, aber auch in welchem
tollen Land wir leben hier. Ja? Wenn ich das sehe, wenn ich unsere Nachbarn anschaue, ich meine jetzt nicht den niederländischen Nachbarn hier direkt, aber wenn ich andere sehe, dann muss ich sagen, möchte ich mit niemandem tauschen. Ja? Wir haben auf einem ganz hohen Niveau unser Gesundheitssystem, auch da ist auch nicht alles Gold, was glänzt, aber doch deutlich entwickelter, als das ja nun viele andere um uns herum erfahren. Und da, das ja, gibt mir zumindest mal so ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit. Mhm. Ja. Ja. Das ist noch dieses Thema, was du gerne hast. Da ist irgendein Hund, der ist nicht bei mir. Dieses 50+1 Thema, diese Privatisierung, du hast auch in England angesprochen, dass die Milliardäre sich aus Jux und Dollerei mal so einen Fußballverein kaufen und dann hunderte von Millionen da reintun und teilweise auch nicht immer sehr erfolgreich das Geld investieren. Und in Deutschland gibt es ja auch so Menschen, wir reden jetzt nicht überhaupt, weil ich glaube, das ist eine sehr, weil er macht wirklich sehr viel Gutes in Hoffenheim. Also ich denke, das sollten wir ein bisschen außen vor lassen, aber so andere Menschen, die, sag ich mal, jetzt einen Verein sich mal zu kaufen als Spielzeug. Wie siehst du den Trend für Deutschland? Und mal ganz realistisch, meinst du gewinnst diese Schlacht in Anführungszeichen oder sagst du, es ist für dich nur deine Meinung zu sagen? Naja, zumindest erstmal bin ich nicht alleine, der diesen Kampf kämpft. Das ist mir zumindest mal beruhigend in der Frage. Aber du hast natürlich recht. Der Druck wird immer größer. Für die vielleicht nicht ganz so zu Hause sind, möchte ich kurz erklären, was das bedeutet, 50+1. Als die Bundesliga 1963 gegründet wurde, gab es 16, damals waren es nur 16 Clubs, das waren alles Vereine, also EVs, und der Verein gehörte zu 100% den Mitgliedern. Und man hat Ende der 80er Jahre, Lex Bayer Leverkusen, eine Ausnahme geschaffen, indem man gesagt hat, okay, man wollte die Möglichkeit der Öffnung, dass auch Kapital reinkommt, schaffen, indem man gesagt hat, okay, ihr dürft jetzt aus dem Verein ausgliedern, die Profiabteilung ausgliedern und könnt die quasi in welcher Rechtsform auch immer, egal ob AG, GmbH oder welche Rechtsform man gewählt hat, spielt ja keine Rolle, dann könnt ihr diese betreiben. Aber die Absprache war, dass an dieser ausgegliederten Kapitalgesellschaft der Verein immer 50+1 Stimme der Anteile halten muss, um letztlich das Letztbestimmungsrecht immer noch bei dem Vereinsmitglied zu behalten. Das bedeutet erstmal 50+1. Und dann gibt es halt Ausnahmegenehmigungen, das führt jetzt so weit, die drei, die es ja gibt, ne, mit Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim, RB Leipzig, was ja für Rasenball steht, genau. ist ein Sonderfall, auch für mich ein Umgehungstatbestand. Ich habe damals als Geschäftsführer übrigens die Lizenz verweigert für diesen Ausnahme. Ja, ja. Und diese Entscheidung ist dann einkassiert worden vom Lizenzierungsausschuss damals. Aber 50+1 bedeutet eben, dass die Vereinsmitglieder, dass ihnen der Verein gehört und dass sie das Letztbestimmungsrecht haben, was dort passiert. Und ich verteidige das deshalb aus tiefster Überzeugung, weil wir eben anders als im amerikanischen Sport, ja, wo wir das Franchise-System haben, wo das Owner-getrieben ist, wo es nur um Unterhaltung geht, haben wir hier auch eine emotionale Verbindung und letztlich auch ist es ihr Verein, ja, der Verein der Mitglieder, und wir haben andere soziale, historische und kulturelle Wurzeln, als das im amerikanischen Sport der Fall ist. Und ich denke, deshalb ist es auch einer der großen Erfolgsfaktoren, dass in Deutschland viele sich eben emotional angezogen fühlen von ihrem Verein, weil sie das Gefühl haben, es ist ja eigentlich mein Club, ja, es ist mein Verein. Und wenn wir das kappen, wenn am Ende es nur noch darum geht, dass jemand daraus ein Business macht, dann bleibt was auf der Strecke und dann haben wir ein Problem. Zum Allerschluss nur eine Anekdote. Es ist ja ein Friedensvertrag abgeschlossen worden zwischen den Arabischen Emiraten und Israel. Und es gibt jetzt einen Emirati, der will die Mannschaft aus Jerusalem kaufen. Und die Verhandlungen laufen schon. Ich so, ey Alter, das geht aber wirklich schnell. Also was willst du so eine Bild? Und er will einer der rassistischen, er will Jerusalem kaufen. Die Fans von Jerusalem, das sind richtige Rassisten. Also wirklich total krass, da darf nicht mal ein Araber spielen. Ne? Also als ich das gehört habe, muss ich an dich denken, sage ich, ey, das ist ja wirklich krass. Als Rassist musst du es an mich denken? Nee, ein Rassist weniger. Dass die Mannschaft da gekauft wird, eventuell. Wahnsinn, ne? Arabern, also
allerletzte Frage von mir, bevor wir. Welche Mannschaft ist so deine Traummannschaft, die du mal managen möchtest? Kurz. Ich habe eigentlich bei den schönsten Vereinen, in den schönsten Städten, in Freiburg, in Köln, in Hamburg gearbeitet. Viel mehr kann da nicht kommen. Irgendwann vielleicht mein Lieblingsverein, Rot-Weiß Essen, aber da wird momentan so gute Arbeit geleistet. Vielleicht werde ich da mal irgendwie neben meiner zahlende Mitgliedschaft noch helfen können. Aber ansonsten gibt es jetzt keinen Verein, wo ich jetzt sagen würde, das muss unbedingt nochmal sein. Nö. Ja, du willst nach Düsseldorf. Ich bin ja eher Kölschtrinker, wie du weißt, und das findet man da nicht so oft. Ne? Okay. Aber ein Club wird noch kommen, oder Andreas? Ich hoffe es. Ja. Okay. Ich drücke dir die Daumen. Wir freuen uns. Ich drücke dir ganz fest die Daumen und ich muss dir von unserem nächsten Gast in der kommenden Woche einen herzlichen Gruß ausrichten, Wolfgang Bosbach. Und den habe ich geschrieben und habe gesagt, ja, ich habe den Andreas jetzt hier, muss erst mal schön grüßen, ne? Also, ja, sehr schön. Ja, aber da werdet sehr viel Spaß mit dem Wolfgang haben. Das ist natürlich ein deutlich eloquenterer Gesprächspartner, als ich es bin. Er hat auch noch mehr zu erzählen. Er ist ja auch, glaube ich, 25 Jahre älter. Ja? Und von daher könnt ihr euch, glaube ich, alle darauf freuen. Das wird sicherlich amüsant. Ja, aber mit dir war das auch super. Also ich habe sehr, sehr genossen. Andreas, vielen lieben Dank. Ich hoffe, dass wir uns in Berlin wieder sehen. Ja. Das würde mich sehr, 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 sehr freuen. Ich drücke nächste Woche in Hamburg, ohne dass deine Frau es schon weiß, dass du dann zu uns in Dimitri kommst. Glaube ich gerne. Okay. Ihr Lieben, hat Spaß gemacht. Danke dir. Ich verabschiede mich. Tschüss. Ciao.